Alter, der übelste Sturm, der übelste Sturm hier an der alten Festung. Ist es denn der Hammer? Wir sind schon so langsam die Morgenstunden. Das war aber jetzt nicht geplant. Das war aber nicht geplant, ey. Lecko funny. Wo kommst du denn her? Das war unerwartet. Huch! Ja, ich wollte hier eigentlich ein paar schöne Brocken rausziehen, ein paar schöne Brassen. Und hab mir gedacht, komm, probier's mal hier an der alten Festung unten am 5-Meter-Loch. Da muss doch ein bisschen was gehen. Und was soll ich sagen? Also, es ging gerade schon ein fettes Rotauge rein. Nach einer schönen Brasse. Und jetzt noch so ein Ding. Das ist ja nicht schlecht, ey. Also, übelstes Mistwetter gerade an der alten Festung. Und ich hatte mir gedacht, komm, ist gerade dunkel. Schmeißte mal raus die kleinen Routen. Ob nicht irgendwo nochmal ein paar Brassen funktionieren. Denn, alter Falter, es ist so schwierig, vernünftig an Silber zu kommen. Oder, wie ist es bei euch? Habt ihr gute Spots? Läuft es bei euch? Ist ja echt der Hammer, oder? Ich merke das natürlich gerade übelst beim neuen aktuellen Posen-Account, wie sehr das zieht und wie lang das und wie langwierig das ist. Gerade mit der Pose, häufig halt bei den fließenden Gewässern nur mit einer unterwegs. Alter Falter, wenn ich dann überlege, dass man beim Grundangeln halt sofort hier zack, 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 drei Köder draußen hat. Ganz, ganz anderes Ding, ey. Deswegen, ich suche gerade hier schön Brassen zum Beispiel. Die haben ein ordentliches Gewicht. Da macht das mal auch ein bisschen Spaß, dagegen anzukämpfen. Oder, ja, und vor allem macht das mal, bringen die halt Kohle, ne? Ich muss gerade hier ist gerade so viel Sturm, ich muss gerade so ein bisschen gegen den Wind werfen, damit ich da hinkomme, wo ich will. Ich stehe hier auf, 2346, ich habe gerade hier diesen Baum im Hintergrund so grob als Ziel und habe gerade schon getestet, verschiedene Köder, Erbsenbrei, Knoblauchteig und Perlengraupe und am besten lübt der Knoblauchteig. Ist momentan das Beste hier bei mir, lübt ganz gut. Ging ja jetzt gerade auch das olle Rotauge rein, kann man auch mal machen. Aber Zielfisch natürlich Brasse oder besser gesagt Zielfisch, alles das, was reingeht. Weil letzten Endes ist es wurscht, Hauptsache man fängt, das ist halt das A und O. Und wie gesagt, es ist echt schwierig, ein paar schöne, passende Brocken zu finden. Gerade mit dem kleinen Account, ich bin jetzt die letzten Tage immer wieder in Action, probiere. Aktueller Stand der Dinge mit dem Posen-Account ist, dass ich in Richtung Köderbeschaffung gehe, Teigköder. Und dann kommt jetzt als nächstes die einfachen Futtermischen. Denn ich muss irgendwie versuchen, die Frequenz zu erhöhen. Einfach so mit der Pose da zu stehen, ist übelst räudig, bringt es irgendwie absolut nicht. Und deswegen muss da noch ein bisschen was gehen. So, wieder weiter raus hier. Schnur ist auch geklippt. Gehen wir gleich mal im Detail auch auf das Setup jetzt hier gerade ein. Aber ich meine, fürs Brassenangeln kann man vieles verwenden. Auch die Viecher hier, die sind ja gerade nicht besonders groß hier in den Morgenstunden. Vielleicht ist es da in der Nacht noch deutlich besser. Jawohl, der hat mal ein bisschen mehr Schmackes. Aber die Frequenz ist gut. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Oh, gerade eben maßig. Die Frequenz ist schon mal ganz gut. Und dafür, dass ich jetzt hier quasi mit Start des Videos, also nicht mal eine Minute vorher hier stand, kaum Futtermische hier drin. Der Spot, der muss ja erstmal auch ein bisschen befüttert werden und sich aktivieren.
Ich denke, da geht noch was und spätestens in der nächsten Nacht wird es dann hier richtig reinballern. Ja, jetzt sehe ich auch gerade hier im Ingame-Chat, im Feierabend-Chat auch immer mal wieder sowas wie eine Barbe oder Schleien und sowas. Diese Fische, die fehlen mir regelrecht. Die fehlen mir fürs Low- und Mid-Level-Angeln absolut. Schleie übelst selten geworden. Ja, Brasse ist gerade auch relativ schwierig. Und auch halt diese mittleren Gewichtsklassen, ne? Da fehlt es einfach 3, 4, 5 Kilo Fische. Wo fängt man sowas? Im Low-Level-Bereich. Low- und Mid-Level, keine Ahnung, unter Level 20. Wo fängt man denn mal einen Fisch in der Gewichtsklasse bis Level 20? Ist doch der Hammer. Und jetzt komm nicht an hier mit hochempfindlichen Equipment und teuren Sachen. Ja, da kannst du dich aber da vorne mal hin schnell, Alter. Da ziehst du auch die Brocken raus. Ein bisschen PVA und dann geht das schon. Halt so im normalen Setup als gerade Angefangener echt schwierig. Ey. Ich stelle das immer wieder fest, es ist echt räudig. Und es bleiben einem leider nicht viele Möglichkeiten, außer halt sowas hier Brassenangeln durchziehen. Was ich sehr, sehr geil finde, hatte im Livestream jetzt die Tage der iPhone gesagt, der meinte, Alter, ich mache auch gerade einen neuen Account und ich ziehe durch bis Level 20 am Windenbach. Und leck mich fett. Hat der Brocken rausgezogen, also Anzahl der Fische, übelste Anzahl der Fische jetzt schon, 1800 oder sowas, kann das sein, 1800 Fische, 4 Ausschlitzer dabei gehabt, auch übelst geil und kohlemäßig auch schon in den Tausendern, also einfach und zigtausend schon gekauft, zigtausend Mistwürmer. Das war das Wort. Zigtausend Mistwürmer auch schon gekauft. Das heißt, Futter ohne Ende, also Potenzial ohne Ende und ein Ziel, einfach die ganze Zeit am Windenbach, vielleicht sogar in der Zeit dann schon bis Level 20 die Don Kaulbart Trophy gefangen, ist auch eine Möglichkeit. Also durchaus eine geile Sache und man muss wirklich sagen, Windenbach bis Level 20 auch eins der wichtigsten Gewässer. Wenn man natürlich jetzt hier im Grundangelbereich auch unterwegs ist, klar, Brassenangeln in der Nacht, top. Und dann der Vergleich halt zum Aalangeln, immer wieder. Also es muss halt einen Aalspot existieren, der rennt. Ansonsten lasst einfach die Finger davon. Das ist so viel vertane Zeit für ein, zwei komische kleine Aale. Das bringt's absolut nicht, ey. So, ja, wie lübt denn? Eigentlich bin ich bis jetzt ganz zufrieden, gerade wenn ich das vergleiche hier mit dem Posenangeln und da schlitzt er aus auf dem letzten Meter. Gerade wenn ich das vergleiche mit dem Posenangeln, natürlich endlich mal wieder hier ein bisschen was an Frequenz, auch ein paar schöne dabei. Ich denke, das wird sich jetzt so schön noch ein bisschen hier einspielen an der Stelle, gar nicht so ganz verkehrt. Zack, Jawolski, der hat auch noch mal ein bisschen Gewicht. Achso, ich bin noch gar nicht auf Setup eingegangen. Wie gesagt, letzten Endes das an Setup, was ihr gerade habt, ne? Ich bin hier deutlich größer wieder unterwegs. Ich will ja immer versuchen, auch die etwas größeren Brocken zu fangen, damit man mit diesen dicken Brassen auch ein bisschen Kohle macht. Das ist halt das A und O. Zack, also Clip 20 Meter. Halten wir das schon mal fest. Zack, 20 Meter geklippt. Mal ein bisschen rumzippeln. So, dann gehen wir mal kurz hier rein. 12 Kilo Setup hier ungefähr so zusammengebaut, beziehungsweise dann die Schnur. Habe ich mir gedacht, komm, nimmst du mal normal kaufbares Vorfach, dieses Fiedervorfach fein. Ich meine, diese Fein-Serie ist die Serie, die mehr Sterne hat beim Kaufen, also die hochwertigere Qualität. Das heißt, ich versuche in der Regel diese Vorfächer dann auch zu verwenden. Einserhaken groß, Knoblauchteig drauf, Futterkorb natürlich mit Standard-Brassenmischer. Standard-Futter, Standard-Brassenmische ist drin.
Und gib ihm. Also nichts modifiziert, einfach auf Standard reingeballert und gut ist. So soll das sein. Einfach auf entspannt. Ich sehe gerade, hier laufen auch noch und noch die Rotaugen. Auch im Chat, also auch im Feierabend-Chat. Der Link zum Discord ist unten im Video. Der Feierabend-Chat, den erreicht man ja einfach hier über die Suche. Wenn ihr da Bock habt, einfach gerne join. Zack, Feier unten eintippen hier in die Suche. Und dann hat man hier auch schon den Feierabend-Chat. Genau. Ja, also, ich werde jetzt hier noch ein bisschen durchziehen. Ich würde sagen, ausprobieren, ihr Lümmels. Hatte ich schon gezeigt. Ich habe noch nicht mal gezeigt, wo auf der Map. Guck mal hier. Da auf der Map. Haben wir jetzt alles abgehakt? Ja, ne? Da auf der Map. Knoblauchteig. Einserhaken groß. Wir wollen die dicken Dinger. 20 Meter rausgeballert. Dass man hier so ein bisschen in diesen tiefen Bereich auch reinkommt. Und dann gib ihm. Futterspot anlegen. Also reinballern. Vielleicht am Anfang 10 Mal auswerfen. Direkt, gerade wenn man abends dann hier reinkommt, direkt 10-mal auswerfen mit Clip 20, immer rein, zack, 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 an der gleichen Stelle. Dann hat man schon mal den Spot angefüttert mit 10 Futterbällchen und danach kann das dann entspannt losgehen. Schön reingehen in den Drill, ja, und dann mal gucken, was man da rauszieht. Ich hoffe, es lübt hier noch ein bisschen an der Stelle. Bisher, wie gesagt, bin ich ganz zufrieden. Genau, schöne maßige Dinger dabei. Und ja, kann nur besser werden, ne? Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.